Man kann hier direkt am Straßenrand parken. Und jetzt bin ich einen riesigen Umweg, also was heißt einen riesigen? Bin einen Umweg gefahren zu diesem Hügel der Kreuze oder Cross Hill oder Hill of Crosses oder sowas. Und ehrlich gesagt habe ich einen etwas größeren Hügel erwartet, aber das ist ja wirklich ein Hügel mit ein paar Kreuzen. Also hier sind von Edelstahl, ich muss mich mal kurz bücken hier, von Edelstahlkreuzen bis gusseisernen Kreuzen, selbstgeschmiedete, geschweißte Kreuze, verdammt viele Holzkreuze, ist alles dabei. Hier sind Kreuze von Deutschen, Kreuze von Polen, Kreuze von dem Verein für Osteuropa, habe ich gerade gesehen, wo viele Vereinsmitglieder offensichtlich schon gestorben sind. Es sind wohl angeblich 100.000 Kreuze und es ist im Grunde ein christlicher Wallfahrtsort. So viel kann man erfahren darüber, was hier so ist. Man hätte natürlich auch ein Kreuz mitbringen können und das noch aufstellen können. Das Wetter ist herrlich. Und jetzt geht's mal nach oben auf den Hügel. Da oben hin führt der Weg. Irgendwie, man kann hier durchgehen. Hier sind, wie gesagt, viele Kreuze. Viele Kreuze sind hier umgekippt. Wenn man sich mal einen Spaten mitnimmt, könnte man die auch alle aufstellen. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und wenn man nicht die Schleichwege nehmen will, dann kann man natürlich auch die offizielle Treppe nehmen. Und dann geht es hier nach oben. Und dann steht man ganz oben. Und was sieht man auf der anderen Seite? Kreuze. Dann geht es wieder runter und wieder hoch. Hier musste wahrscheinlich ein Kind sein Lego-Kreuz opfern. Oder Duplo. Duplo-Kreuz. Also wenn man hochreligiös ist, ist es wahrscheinlich ein echt schöner Ort. Aber ansonsten ist es einfach nur faszinierend. Also laut der Park4Night-App ist das ein total ruhiger, einsamer Platz. Und das wird der heutige Schlafplatz. Es fängt gerade an zu nieseln. Also werde ich heute, glaube ich, das erste Mal auch die Markise aufbauen. Das Auto ist noch ein bisschen zu weit nach vorne geneigt. Also werde ich heute mal zumindest ein kleines Stück auf die Rampe fahren. Also so. So steht er gerade. So, das Zelt steht schon, die Pumpe läuft schon für die Komfort-Luftmatratze. Und jetzt kommt erstmal gleich die Markise ran. Hier irgendwo waren Gummiseile. 1, 2.
Hier hatte irgendjemand so richtig Langeweile und hat tatsächlich einen kleinen Barfußpfad geschafft oder geschaffen. Der ist zwar schon ein bisschen, naja, der sieht noch frisch aus eigentlich, aber hier und da ist er schon nicht mehr ganz gerade. Mit großen Tannzapfen, mit kleinen Kienäppeln, mit Steinen. Dann kommt hier eine schöne Fläche mit Moos. Da haben sie einfach Moos hingelegt. Hier kommen dann kleine Stöckchen. Hier ist noch mal ein bisschen so was wie Moos, um sich von den kleinen Stöckchen zu erholen. Und hier kommen dann die größeren Stöcker. So. Und dann kommt hier Sand. Einfach nur blanker Sand. Auch wieder um die Ecke. Ganz kurz der Pfad, aber echt interessant. Und jetzt kommt nochmal der reine Waldboden mit den Nadeln. Und zum Schluss weiß ich nicht wieso, hier liegt eine USB-Platte. Das war der Pfad. Guten Morgen. Frühstück ist erledigt. Es ist auch schon fast alles zusammengepackt. Jetzt heißt es gleich runter von den Rampen und los endlich zur Ostsee. Aber bevor es weitergeht, möchte ich unbedingt einmal den Ölstand checken, weil die ersten 1200 Kilometer oder 1300 oder mehr sind rum und ich gebe eine kleine Wette ab. Ich wette, der Ölstand ist immer noch am oberen Messstrich. Ne, tatsächlich. Ein kleines bisschen drunter. Kann man das erkennen? Da ist der obere Messstrich. Und knapp darunter ist er. Als ich losgefahren bin, war er genau am oberen Messstrich. Also auch mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wiederhole, aber dieses Auto frisst so gut wie kein Öl. Selbst 1000 Kilometer machen ihm kaum was aus. So, es ist alles eingepackt, alles wieder zu, alles wieder fertig. Über was ich sehr froh bin, ist tatsächlich hier oben die Rampen. Die sind wunderbar angebracht, halten perfekt und funktionieren wie verrückt. Wäscheleine ist wieder weg, die Matratzen sind getrocknet, die Leintücher, also hier die Bettlaken sind getrocknet, alles fertig. Und jetzt kann es losgehen nach Klaipeda, also Klaipeda im Westen Litauens. Da ist die Ostsee. Und da werde ich heute mal versuchen, einen Waschsalon zu finden, weil das erste Mal Wäsche wäre fällig. Also herzlich willkommen in Klaipeda. Eigentlich wollte ich jetzt zum Waschsalon, aber irgendwie ist hier heute ein Sea Festival oder sowas. Und der Waschsalon fällt also aus, also schaue ich mir das Festival an. Also offensichtlich geht es hier um irgendwelche Tuning-Autos. Aber da geht es um. So, ich mit dem ist der Mann. Pardonam Pavelį. Labą dieną. Hier werden die Autos vorgeführt. Kas čia per mašina? Ich war gerade beim Italiener essen, weil irgendwie gab es keine Fressbuden, da wo ich lang gelaufen bin.
Und hier ist jetzt alles voll mit Fressbuden. Von Pizza, Pommes, Kebab, Crepe, Fish and Chips, wie man hier sieht. Es gibt alles. Und jetzt bin ich aber satt von der schönen Pizza, die ich gerade gegessen habe. So sieht das Ganze von oben aus. Wobei, das Ganze ist untertrieben. Das hier sind nur ein paar Foodstände. Hier ist ein Mini-Hafen. Dahinter, falls man es erkennen kann, ist noch mehr. Dahinter ist noch mehr. Mit Riesenrad und. Und in der Stadt ist noch viel mehr los. Also die ganze Stadt ist in einem riesen Festivalfieber. Jetzt kommen hier ein Haufen alter Maschinen. Trabi ist mit dabei, Käfer ist mit dabei, Camaro, Lada, Mercedes, BMW. Und das Schlusslicht bildet die Polizei wieder. Ich bin irgendwo mitten in den Dünen reingefahren. Da vorne war es ziemlich sandig. Und jetzt stehe ich da. Alles sandig. Aber bei Google Maps sah es gut aus. Und vielleicht kann man es schon hören. Die andere Seite sieht nämlich so aus. Da wäre nämlich Strand und die Ostsee. Der Plan wäre, dass das heute der Schlafplatz ist. Mal gucken, ob ich hier noch einen besseren Platz finde, wo man uns nicht so sieht. Mich und den lieben James. Also, das wird jetzt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ich möchte nämlich gerne so nah wie möglich am Strand parken. Und dazu muss ich ein bisschen durch die Dünen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Das ist der heutige Standplatz, keine 30 Meter vom Meer entfernt. Mit, wenn das Dachzelt offen ist, Blick aufs Meer. Das ist das erste Mal, dass ich so rumprobiere. Und zwar mit einer Dualaufnahme. Heißt, das ist hinten und das ist vorne. Wunderschöner, leerer Ostseestrand. Und das Besondere an dem Platz ist eigentlich, dass 100 Meter in die Richtung, und zwar in die, Lettland ist. Ich bin jetzt noch in Litauen
und 100 Meter in die Richtung am Strand entlang ist Lettland und da möchte ich jetzt hingehen. Hier ist die Grenze, das heißt, hier ist Litauen und da ist Lettland. Jetzt stehe ich in beiden Ländern. Hat man doch auch eher selten, oder? Das heißt, ich habe fast die Berechtigung, die lettische Fahne aufzukleben. Aber erst morgen. Grüße aus Lettland. Grüße aus Litauen. So, heute gibt es Schweinefilet mit Süßkartoffeln angebraten. Dazu Ketchup auch, aber Taurusbier. Dann Grillkäse, Paprika und das Ganze schön gewürzt mit marokkanischem Gewürz. Guten Appetit. Der wunderschöne Campingplatz wird verlassen an der Ostsee und jetzt heißt es wieder durch die Dünen Offroad durchdonnern. Mit ein bisschen Schwung. Und das war's schon.